Leute, guten Tacho. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich weiß nicht, ob ihr den Rückspiegel sehen könnt und wer da hinter mir ist, aber das ist der Christian aus Leipzig. Der ist wiedergekommen zu meinem Rideout. Sehr, sehr ehrenvoll. Aber überhaupt, da ist ja schon eine gute Freundschaft entstanden. Auf jeden Fall heute, genau, das ist der Punkt. Heute ist der Rideout. Wir fahren jetzt zum Treffpunkt. Und ja, bin mal gespannt, wer so kommt heute und wie das so wird. Wetter ist Gott sei Dank gut, ihr könntet sehen. Wunderbar mit dem Wetter, haben wir heute richtig Glück. Ich hoffe, das bleibt auch so. Strecke sind heute, ich weiß nicht genau, so um die 110 Kilometer, glaube ich, habe ich mir rausgesucht, waren es. Ich habe jetzt, wie ihr sehen könnt, die Spiegel nach unten gemacht. Finde ich aber scheiße, ich sehe gar nichts. Ich werde die nächste Tage wieder hoch machen. Und was ihr nachher auch sehen könnt, ich habe den Sozius-Sitz hinten, das Sitzkissen von der Sissi Bar abgemacht. Das waren 1, 2, 3, insgesamt 4 Schrauben mit dem kleinen Sissi Bar-Kissen. Keine 5 Minuten erledigt, ist die zum Zweisitzer gemacht oder halt zum Einsitzer. Sehr geil und so sieht sie auch richtig geil aus. Werde ich mal im Winter mal testweise auch die Koffer oder die Satteltaschen da abmachen, wie das ausschaut. Aber egal. Wir fahren jetzt schön gemütlich zum Treffpunkt und ich freue mich schon, Leute. Tanken werde ich auf jeden Fall müssen. War gut, dass der Treffpunkt an der Tanke ist. So, wir haben jetzt ungefähr Viertel vor, bin mal gespannt, ob schon jemand da ist. Aber es war noch ein bisschen früh. Erstmal auf mich aufmerksam machen. Was ist, ey. Ey, was ist denn da los? Alter! Das ist ja richtig voll schon da, Alter. Leck mich am Arsch, ey. Wo kommen die alle her? Als ob die alle zu mir gehören, kann ich mir gar nicht vorstellen. Nächste. Was ist los, ey? Scheiße, Mann. Ich habe mir da gar nicht vorgestellt, dass da so viele sind. Du bist am Arsch. Ja, Leute, ich muss jetzt erstmal tanken. Ich gehe dann jetzt erstmal tanken, ja, und dann gehe ich dahin. So Leute, wir sind am Treffpunkt und guckt mal im Hintergrund, was alles hier los ist. Also wir sind schon ein bisschen verrückt, mit so viel hätte ich nicht gerechnet. Aber freut mich. Da kommt meine liebste Sackratte, perfekt. So Leute, dann wir machen uns gleich auf den Weg. Ich habe aber jetzt noch einen kleinen Anschlag vor. Also ich mache nur Scheiße. Leute, kommt mal eben kurz alle zusammen. Alle drei, warte mal, irgendeinen suche ich doch. Ich habe mal eine kurze Frage an euch alle. Könnt ihr singen? Nein. Das interessiert mich, Scheiß. Hier ist einer dabei, der hat heute Geburtstag. Der aus Leipzig hat heute Geburtstag und der hat mir das nicht gesagt. Ja, das finde ich nicht gut. Also, ich finde das nicht gut. Das finde ich nicht gut. Leute, ihr müsst mal alle für den singen. Habt ihr sie noch alle? Das machen wir. Auf drei. Eins, zwei, drei. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Eierkopf. Happy Birthday to you. So. Danke. Dankeschön, Leute. Oh Scheiße, habt ihr das gehört, Leute? Erstmal warten, dass alle bereit sind. Strecke löschen. Auf Null machen.
Oh Mann, ey. Guckt euch das mal an, Leute. Zieht euch das mal rein. Philipp fährt, der macht hier wieder Video. Genau wie letzte Mal. Perfekt. Ab geht die wilde Fahrt, Leute. Leck mich am Arsch. 32 oder 33 Motorräder sind wir jetzt. Alter, da ist richtig viel. Doppelt so viel wie beim letzten Mal. Mehr sogar noch. Krass. Leute, ich fühle mich richtig geehrt. Ich fühle mich, wenn ich jetzt im Spiegel schaue, alles Motorräder hinter mir. Leck mich am Arsch. Ist das krass. Junge, das sind Score-Piloten. Ja, leck mich am Zucker, ey. Alter, ist das heftig. In 1,5 Kilometern links abbiegen. Was ist das denn für eine chinesische Stimme? Ey, das muss ich euch mal reinschneiden, wenn die spricht von Kalimoto. Wie so eine japanische, taiwanische, chinesische kleines Schulmädchen. Alter, krass, Leute. Also wenn ich nach hinten gucke, alles Leute, die durch meinen Aufruf und durch meine Videos mit mir fahren, an den Ride-Out teilnehmen. Einer sogar zufällig so zur Tanke gekommen, hat gefragt, ob er sich einfach anschließen kann. Einfach nur geil, Leute. Wirklich geil. So, jetzt geht's schon. Also wir legen auf jeden Fall den Verkehr lahm gerade. Ist das krass, Alter. Ich meine, ich kenne das ja noch von Clubausfahrten und so, ne? Aber es ist was anderes, wenn die Leute deinetwegen kommen. Sehr schön. Kann nicht mehr. Eins kann ich schon mal garantieren, spätestens wenn wir in Strahlen sind, ist die Stadt lahmgelegt, wenn wir da durchfahren.
weil die haben nämlich den inneren Kreis jetzt, also da gibt es ja so einen Pudding, den du fahren kannst. Da war früher mit 50, jetzt darfst du nur noch 20 fahren. Also rein theoretisch, wenn wir ein bisschen Abstand lassen, können wir den Kreis zumachen. Alter, krasser Scheiß, ey. Das ist krass. Ich weiß nicht, ob ihr das auch im Rückspiegel sehen könnt. Hier links oder rechts, ja, wahrscheinlich links. Ja, das ist schon, das ist heftig, ey. Leck mich am Arsch, ey. Geil. Sowas freut mich, ehrlich. Oh, ja, schöne Kurve. Alter! Ist das eine Schlange? Leute, ich danke euch. Vielen, vielen Dank, wirklich. Für mich hier vorne, ich kriege halt nicht so viel davon mit. Ich weiß aber genau, ich muss halt aufpassen, dass ich die Leute zusammenhalten kann. Also nicht zu schnell fahren. Und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr da hinten auf jeden Fall Spaß habt. Und ich gehe mal davon aus, die Leute hier, die zugucken, außerhalb Fahrradfahrer, Fußgänger, also die machen schon Auge bei sowas. Das ist schon krass, ey. Und ich hoffe ja auch, dass die Blocker, die da jetzt dann blocken, auch gut hinterherkommen, dass die nicht hier, weiß ich nicht, mit wie viel km/h Stoff geben müssen, um vorne wieder anzuschließen. Also da versuche ich schon ein bisschen drauf zu achten, oder eigentlich sehr, weil ich weiß selber, ich habe das selber sehr, sehr, sehr oft gemacht mit dem Blocken. Und ja, du musst da schon für sein und da muss dir auch Spaß machen, sowas zu machen. Denn das ist dann auch nicht immer so geil, bis nach vorne zu brettern, aber ich sehe schon, die wechseln sich ab mit dem Blocken. Finde ich echt geil. Auch die 125er sind gar nicht mehr hinter mir. Also ich denke mal, dass die alle gut mithalten können. Aber ich sehe schon, ja, ich muss ein bisschen langsamer fahren, damit alle aufschließen können. Sollte aber eigentlich ganz gut funktionieren. So Leute, Kamera war eben abgeschmiert. Musste ich mal eben Akku raus und wieder neu starten sozusagen. Aber Gott sei Dank war hier eine Ampel und dann haben wir eben einfach mal eine Ampelzeit quasi gestanden, damit ich schnell meine Kamera installieren konnte wieder. Ja, das ist ja genau das, was ich in einem der letzten Videos sagte, mit der GoPro andauernd hat man da Problemchen. Ey, Leute, wenn ich jetzt nach hinten gucke, guckt euch das an. Das sind alles meine Leute. Das gibt eine Anzeige. Oh, ist das schön. Gerade bei diesem herbstlichen Wetter. Und sehr hilfreich auch. Gerade bei dieser Menge. Die Blocker, die einfach erkennen, wenn wir abbiegen. Da könnte man mal eben blocken, sozusagen. Ich glaube, so ab 30 Motoren, dann braucht man es auch. Obwohl wir wirklich tingeln hier. Also ihr seht ja selber, ich bin noch nicht einmal über 70 gefahren. Damit wir einfach zusammenbleiben, dann ist es zwar ein bisschen langsamer. Ich denke mal, die da hinten, die werden halt ein bisschen mehr Stoff geben müssen. Die werden teilweise mal bei 70, 80 ankommen oder vielleicht sogar bei 90. Könnte ich mir gut vorstellen. Ich bin mal gespannt, wie das Feedback gleich ist. Weil so ein Pulk angeführt, habe ich selber auch noch nicht. Dann fahr doch, du Affe! Hier müssen wir rechts abbiegen, aber hier ist Gott sei Dank eine Ampel. Da müssten wir mit einem Schwung durchkommen. Gott sei Dank ist sie nämlich jetzt rot.
Gleich in der Stadt sieht das nämlich ein bisschen anders aus. Geil. Ich hoffe, das geht gut, alles, die ganze Fahrt. Wir werden gleich auf jeden Fall in Passmühle, in Strahlen, zwischen Strahlen und Burghüsen, oder das gehört schon zu Burghüsen, aber es ist halt alle Strahlen, da werden wir einen Zwischenstopp einlegen, da werde ich dann quasi mit der Kamera rumgehen, da werdet ihr jedes Motorrad einmal sehen und die Drohne einmal fliegen lassen, ich glaube, ja. Und werden wir uns dann da gleich wiedersehen, denke ich. Ich bin mal gespannt, der ein oder andere hinten, der wird auch ein bisschen mitfilmen. Ist auch immer geil, wenn man hinten auch noch ein paar Augen hat, dabei hat, die mit aufnehmen. Ich glaube, Dennis nimmt auf, also Denzel. Ah, das wird geil. Der Carsten nimmt auf. Ich glaube, da kommt ordentlich Videomaterial zusammen. Da bin ich mal echt gespannt, Leute. Wenn jetzt so nichts mehr ist, sehen wir uns dann gleich in Passmühle, beziehungsweise wenn wir dann da eindrehen, schalte ich die Kamera wieder ein und ja, ihr seht das ja jetzt sofort. Für mich dauert das jetzt noch eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde. Zieht euch das mal rein, Leute. Ich habe mein Portemonnaie wieder verloren. Man kennt es. Überwältigt, Leute. Ich weiß gar nicht, was ich davon halten soll. Ey. Also, ne, ich weiß, was ich davon halten soll, aber das ist krass so. So, Leute, wir sind jetzt in Strahlen angekommen. Oh, Akku ist noch ziemlich voll, oder ist das eine Fliege, die davor ist? Wir sind jetzt in Strahlen angekommen. Und ich glaube, wir sind noch alle vollzählig. Es sieht zumindest so aus von hier vorne. Also, wenn wir auch irgendwo stehen, dann warte ich natürlich, bis alle wieder zusammenkommen. Und ich habe auf jeden Fall den einen oder anderen Fähigen dabei, der mir einfach so hilft beim Blocken. Das habt ihr ja gesehen. Und das hilft wirklich enorm, zumal ich auch überhaupt nicht damit gerechnet habe, dass so viele kommen. Und 30 hört sich nicht viel an, aber das ist, guck mal nach hinten, Leute. Alter, leck mich am Zückerli. Das ist krass. Und jetzt fahren wir hier durch meine Heimatstadt.
glaube, das hat gut funktioniert. Ja. Ja? Haben wir keinen verloren oder so? Nee. Perfekt. Weißt du, er muss Geld an mich bezahlen, ne, dass er hier Fotos macht. So Leute, wir sind angekommen am Zielpunkt. Wir haben unsere Reise quasi heute gut überstanden. Seht ihr hier im Hintergrund, ich glaube, wie viele Motorräder war es jetzt? 36 Motorräder. Und es hat wunderbar geklappt, wir haben keinen verloren und sind alle hier heil angekommen, sieht zumindest so aus. Aber wir werden jetzt noch ein bisschen quatschen, essen, trinken und dann ist der Tag auch schon wieder rum. Leute, danke fürs Zugucken, danke für die, die dabei waren. Ey, war eine geile Nummer, Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein.